Das Ehrenamt ist enorm wichtig. Wir sind alle ehrenamtlich tätig. Ohne Ehrenamt kann der Verein überhaupt nicht existieren. Es ist ja ein Verein, der davon lebt, dass alle sich engagieren. Ich finde ehrenamtliche Arbeit wichtig, weil es im Leben ja nicht nur ums Geld geht, sondern auch um andere Dinge. Das Ehrenamt finde ich wichtig, weil das einfach eine sinnvolle Sache ist. Ich meine, wenn man, wie soll man das ausdrücken? Ich mache es einfach gerne. Die Wiesbadener Hütte in der Silvretta liegt am Fuße des Piz Buin und gehört der Wiesbadener Sektion des Deutschen Alpenvereins. Die 4000 Mitglieder bilden den größten Verein der Landeshauptstadt. Einmal im Jahr findet eine gemeinsame Arbeitswoche statt. Viele Freiwillige helfen seit Jahren mit, die Hütte in Schuss zu halten. Ich finde es halt auch schön, wenn die Hütte dann wieder gut ist, weil jeder fühlt sich halt in der Hütte, die schöner ist und ein bisschen renovierter, wohler, als wenn alles so vergammelt ist. Und es geht mir wie allen anderen wahrscheinlich auch und deshalb finde ich es auch ganz gut, wenn man Zeit hat, und das habe ich jetzt im Augenblick, da ein bisschen was dazu beizutragen. Ich mache hier das Ehrenamt, weil es mir Spaß macht, hier zu arbeiten, weil mir die Arbeit generell an und für sich Spaß macht und weil ich hier mit anderen Leuten zusammen bin, und das ist außerdem für einen guten Zweck. Das ist das höchste Wiesbadener Haus, das darf man nicht vergessen, 2443 Meter hoch. Und ich bin stolz drauf, dass wir dieses Haus haben. Ich sagte ja, ich habe die vor 45 Jahren als altes Haus ein letztes Mal gesehen. Und jetzt ist sie praktisch riesengroß aufgebaut. Durch eine großartige Spende ist das Haus fast dreifach so groß wie vorher. Und das ist ein Haus, das also einfach nur gefällt. Kommst rein, fühlst dich wohl, alles in Holz gebaut, und dann macht man gerne solche kleinen Ausbesserungsarbeiten mal mit. In den 325 Hütten des DAV übernachten jährlich rund 750.000 Bergfreunde. Ohne ehrenamtliche Helfer wäre das Hüttennetz in den Alpen nicht zu erhalten. Ich bin eigentlich Fliesenleger von Beruf. Ja, hier oben, Mädchen für alles. Mitte der 80er Jahre war ich das erste Mal hier oben mit zum Arbeiten. Seitdem fast regelmäßig, jedes Jahr 1 bis 3 Mal. Für mich ist es immer ein Urlaub, ja, einfach hier hochzukommen. Wenn es eine Arbeit aussieht, muss es nicht mehr sein. Es macht halt Spaß. Ja. Ich bin Bergemensch. Strand war ich einmal gewesen, das hat gereicht. Dann lieber hier irgendwo einen Bach irgendwo hinsetzen und das Rauschen, mit dem Rauschen zuhören. Ne. Also ich persönlich finde es total cool, ehrenamtlich bei solchen Arbeitseinsätzen mitzumachen, weil es mir persönlich Spaß macht. Ich kann mit meinen Freunden, die hier mitarbeiten, zusammen viel Spaß haben. Und es ist auch eben auch für einen guten Zweck und auch im Alltag. Ich bin in einer Klettergruppe, die ehrenamtlich betrieben wird. Damit da habe ich eben auch viel Spaß und ich bin froh, dass es solche ehrenamtlichen Sachen gibt. Mit von der Partie Oberbürgermeister Sven Gehrig. Zu Beginn seiner Amtszeit versprach er, die Wiesbadener Vereine kennenlernen zu wollen. Für den DAV wanderte er dazu sogar auf die Wiesbadener Hütte. Der gelernte Schreiner liebt Holz bis heute und ist ein begeisterter Anhänger ehrenamtlicher Tätigkeiten. Das Ehrenamt hat für die Gesamtgesellschaft eine riesige Bedeutung. Das, was das Ehrenamt für die Gesellschaft leistet, kann Politik, kann Stadtverwaltung niemals leisten. Erstens, weil es nicht finanzierbar ist. Und zweitens, weil man nie mit so viel Herzblut dabei sein kann, wie Ehrenamtliche das tun, die ja das Wertvollste, was sie haben, ihre private Freizeit für andere hergeben. Wer die Dankbarkeit spürt, die man auch selbst durch die ehrenamtliche Tätigkeit für die eigene Person erfährt, der merkt, dass Ehrenamt immer für beide Seiten eine ganz wunderbare Sache ist. Ich bin hier Pächter auf der Wiesbadener Hütte seit 12 Jahren, und es fallen natürlich immer viele Arbeiten dran, wo ich nicht machen kann. Und dann, wenn die Sektion Leute schickt, die ehrenamtlich gewisse Arbeiten erledigen, und da bin ich sehr froh darüber. Ja.
Selbst um das neue Abwassersystem kümmern sich Vereinsmitglieder. Die Umweltreferentin arbeitet dabei eng mit dem zweiten Vorsitzenden zusammen. Erstens macht es Spaß und zweitens ist es wichtig, weil diese Hütten in den Alpen jetzt nicht nur zum Kaffee trinken da sind, sondern tatsächlich auch wichtig sind für Leute, die auch im, weil die ist auch im Winter offen, ne? Für Leute, die halt hier wandern und Schutz suchen. Ich denke einfach, es ist wichtig, sich zu engagieren, weil nichts von alleine passiert. Ich spendiere hier pro Woche etwa 10 Arbeitsstunden für die Sektion, so in allgemeiner Arbeit als Vorstandsmitglied. Ich habe ja daneben die Aufgabe, mich um die Kläranlage zu kümmern. Das führt dann zu so Sonderterminen wie hier. Das kommt dann noch on top obendrauf. Aber man bekommt halt auch sehr viel zurück. Die Wiesbadener Hütte gehört zur Kategorie 1 und bietet 200 Schlafplätze. Jährlich übernachten hier rund 6.000 Besucher. Außerdem werden an guten Tagen bis zu 400 Wanderer und Bergsteiger mit Speis und Trank bewirtet. Rund 40 Millionen Menschen besuchen pro Jahr die Alpen. Der Deutsche Alpenverein betreut über 30.000 Kilometer Wege und Steige in den Bergen. Es sind auch hier hauptsächlich Freiwillige, die für Wegmarkierungen und den Erhalt der Wanderrouten sorgen. Landschaft oder im Gebiet geht, die nicht gerade beschildert sind, dann freut man sich über so ein Steinmännchen, dass man sich immer noch auf dem richtigen Weg zum Ziel bewegt. Auch Freizeitaktivitäten organisieren und begleiten Mitglieder ehrenamtlich und investieren dafür etwa 1,5 Millionen Arbeitsstunden pro Jahr. Im DAV gibt es sehr viele Ausbilder in den verschiedenen Sektionen. Es gibt sehr große Sektionen, wie zum Beispiel München. Die haben über 200 Ausbilder. Bei uns in Wiesbaden sind wir so um die 30, 40 Ausbilder. Auch in verschiedensten Sparten. Das kann jetzt Hochtouren sein, das kann Skitouren sein, das kann Wanderführer sein, das kann Klettern sein, sowohl in der Halle als auch dann draußen im Gebirge. Meine Motivation, das als ehrenamtlicher Führer zu machen, kommt daher, dass ich früher natürlich auch angewiesen war, wie ich noch Student war, möglichst günstig auch in diese Materie eingeführt zu werden. Und das konnte ich damals über den Alpenverein und das gebe ich jetzt einfach wieder zurück an die Gesellschaft. Und ich denke auch generell so Vereinsleben ist einfach wichtig für das Sozialleben generell. Was wäre die Welt ohne Vereine, ohne Sportvereine oder sonst was? Die Leute würden bei weitem nicht so zusammenkommen. Ja, die Wegmarkierung. Wegweiser. Und dann ist es die Stelle, wo ich markieren kann, und dafür ist es immer wichtig. Ausgebildete Experten schulen sich in ihrer Freizeit, um als Fachübungsleiter den Mitgliedern zur Verfügung zu stehen. Zum Beispiel als Wanderführer. Eine Woche richtig Unterricht in allen Sparten, von Wetterkunde, Erste Hilfe, Kartenlesen, Wege erkennen, also diese ganzen Grundlagen, die man braucht, Ausrüstung, aber auch so Gruppendynamik. Also wie halte ich meine Gruppe zusammen, wie integriere ich Schwächere und Stärkere. Gerade das Klettern erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Der DAV betreibt eigene Kletterhallen und unterrichtet draußen am Fels. Knapp eine halbe Million Kletterer gibt es im deutschsprachigen Raum.
kletter selber und wollte Kindern und Jugendlichen das Klettern beibringen. Und dann habe ich mich ehrenamtlich, mache ich jetzt eine Klettergruppe im DRV. Und ich finde es eines der schönsten Gefühle, wenn man schafft, dass die ihre Route schaffen, dass die klettern können, weil das für die immer etwas ist, die Angst zu überwinden, und schafft ihnen totales Selbstbewusstsein, wenn die das dann geschafft haben. Und für mich ist das ein ganz tolles, nachhaltiges Gefühl, wenn man sieht, wie glücklich die sind. Das Ehrenamt bringt ganz viele verschiedene Menschen zusammen, verschiedene Alters, von jung bis alt, verschiedene Berufe, verschiedene soziale Schichten, aber sie haben gemeinsame Interessen. Diese Interessen bestehen, in die Berge zu gehen, Berge zu besteigen, Natur zu erleben, Sport zu machen und eben auch zusammen zu sein. Und ich habe festgestellt, dass hier viele neue Freundschaften entstehen. Besonders für mich, der seit 15 Jahren in Wiesbaden ist, habe ich über den DAV wunderbare Menschen kennengelernt.